Zehnjährige Staatsanleihen aus den USA notieren wieder über 5% zum ersten Mal seit 2007. Warum ich trotzdem nicht in Anleihen umschichte, erkläre ich in diesem Video. Ja, Staatsanleihen aktuell wieder auf einem Renditehoch, muss man sagen. US-Staatsanleihen aktuell erstmalig wieder über 5% seit 2007. Auch deutsche Staatsanleihen kratzen an den 3%. Auch andere europäische Staatsanleihen, so zwischen 3 und 4%. Griechenland aktuell an die 4%. Also man könnte jetzt überlegen, einen Teil seines Geldes in Anleihen anzulegen und da die entsprechenden Zinsen zu kassieren. 5% oder auch 4% sollten aller Voraussicht nach auf 10-Jahres-Frist auch leicht über der Inflationsrate liegen. Trotzdem habe ich mich dazu entschieden, es nicht zu machen. Das mache ich mal anhand eines Beispiels. Ja, und gucken wir mal in diese Tabelle rein und fangen wir mal an. Sagen wir mal, ich würde jeweils 50% meines Vermögens in US-Staatsanleihen, 10-jährige stecken, 5% Zinssatz momentan für die nächsten 10 Jahre. Schönes Kreditrating, AA+. Deutsche Staatsanleihen kriege ich aktuell 3%. Ja, also im Mittel über 10 Jahre 4%. Ja, aber nach 10 Jahren muss ich natürlich gucken, wie ist denn dann der Zins? Da muss ich ja in die Neuanlage gehen. Die alternative Portfolio jetzt mal auch vereinfacht. Ich würde in 2 Aktien investieren. Ja, Mid-America Apartments habe ich hier genommen und Allianz. Ja, Mid-America Apartments aktuell von einer Dividendenrendite unterhalb des Zinssatzes der US-Staatsanleihen bei 4,38%. Payout Ratio muss man aber bedenken, auch nur bei 61%. Also ein Teil des Gewinns verbleibt im Unternehmen, kann also reinvestiert werden, um dann zukünftig mehr Gewinne zu erzielen. Und wenn ich davon ausgehe, dass die Dividende im Schnitt um 2,5% pro Jahr steigen würde, ja ungefähr die Mietanpassungen pro Jahr bei Mid-America Apartments, dann wären wir nach 10 Jahren bei 5,6%. Wenn ich sogar noch mehr als die Mietanpassungen raushole, also vielleicht noch ein bisschen reinvestiere, schaffe vielleicht noch ein bisschen mehr, dann schaffe vielleicht sogar 3% pro Jahr, dann bin ich nach 10 Jahren bei 5,8%. Ja, das heißt also, hier würde ich über die 10 Jahre schon an den 5% vorbeiziehen, die ich momentan bei US-Staatsanleihen bekommen würde. Und zwar nur aus der Betrachtung des Einkommens, was ich generiere, also Zins im Vergleich zur Dividende. Bei einer Allianz würde ich aktuell 5,55% Dividendenrendite kriegen, Payout Ratio nur bei 50%, also die Hälfte des Gewinns verbleibt im Unternehmen. Man kann vielleicht noch andere Versicherungen etc. dazu kaufen, um dann weiter halt auch eine entsprechende Gewinndynamik zu haben, mehr Dividenden zu bekommen. Und wenn ich da auch davon ausgehe, dass die im Schnitt pro Jahr die Dividende um 2,5% steigern könnten, dann hätte ich nach 10 Jahren 7,1% beziehungsweise bei Steigerung von 3% per anno über 10 Jahre, würde ich nach 10 Jahren bei 7,45% sein. Das heißt, im Blend wäre ich unten bei 4% bei den Staatsanleihen, ja, und bei den Dividendentiteln wäre ich im Blend bei ungefähr 6,5%, also 1,5% mehr. Und neben diesen 2,5% mehr, die ich dann quasi nach 10 Jahren hätte, habe ich natürlich noch einen weiteren Vorteil, weil was passiert? Sagen wir, die Zinsen gehen runter. Jetzt habe ich ja quasi das Geld, was ich in Anleihen geparkt habe, wieder auf meinem Konto. Da muss ich in die Neuanlage gehen. Im Idealfall, zumindest für den Anleiheninvestor, wäre der Zinssatz weiter nach oben gegangen. Ja, dann könnte ich natürlich zu einem höheren Zinssatz anlegen. Halte ich persönlich aber aufgrund der Verschuldungsquote, die wir in unterschiedlichen Ländern haben, für schwierig. Ich glaube eher, dass in 10 Jahren, dass meine persönliche Einschätzung, der Zinssatz niedriger ist. Was heißt denn niedriger? Das heißt, ich müsste jetzt reinvestieren, entweder zu einem niedrigeren Zinssatz in Anleihen oder in Aktien. Aber was passiert mit Aktienmärkten? Wenn die Zinsen sinken, dann gehen die Aktienmärkte nach oben. Ja, weil ich keine Alternative habe mit den Anleihen, dann muss ich ja wieder in Aktien anlegen. Das heißt dann, mein Reinvest in Aktien wäre dann teurer, als wenn ich es jetzt machen würde. Das heißt also auch, ich hätte den Kursgewinn, den ich vielleicht mit Allianz und mit America Apartments gemacht hätte, halt nicht realisieren können. Aber das ist nur unsere Einschätzung. Seht ihr das vielleicht anders? Also gerne nochmal kommentieren. Geht ihr vielleicht von Aktien in Anleihen? Und wenn ja, warum? Was sind eure Argumente? Würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, das mal zu hören. Ist auch immer gut, wenn man da mal selber gechallenged wird auf seine Meinung. Ja, deswegen gerne hier nochmal kommentieren. In dem Sinne euch allen eine erfolgreiche Börsenwoche.